bei dir sein ist einer von den Texten, davon haben wir relativ viele eigentlich. Das geht so um dieses Ich kann nicht mit dir und kann nicht ohne dich Thema. Geht eigentlich auch darum, ja, wenn man abkotzt während dem Streit und gegen Ende relativiert sich das und man sagt dann, na okay, so schlimm war es ja gar nicht und passt schon irgendwie. Ja, tatsächlich, ich find schön, wie der Song anfängt, diese Einladung. Wir machen es live immer so, dass du auf der Gitarre so eine kleine versöhnliche Melodie spielst und ich moderiere dann rein in den Song, so nach dem Motto, oder nehmt euch gegenseitig in den Arm, sagt euch etwas Liebes. Wir haben einmal im Knast gespielt, da habe ich dann den Song angesagt mit nehmt euren Zellengenossen in den Arm. Das war ziemlich haarig tatsächlich. Das war grenzwertig, ja. Ich finde der Song, man kann abkotzen. Also mir geht es tatsächlich so, wenn ich den singe. Ich will heute nicht bei dir sein. Das ist dann, ja, da kann man sich manchmal auch ein bisschen. Abhauen, ne? Ja, da kann man sich manchmal auch ein bisschen frei machen. Und am Ende des Tages kommt man aber doch wieder zu dem Punkt, dass man sagt, hey, so schlecht ist es gar nicht. Also ich will eigentlich doch wieder bei dir sein. Mhm. Und so. Und ich habe da was mitgebracht. Also tatsächlich, man kommt da rein, das ist hier eine Notfeuerleiter. Und ich finde, der Song hat was von dieser Notfeuerleiter und dieser Nottreppe. Man kann durch die Hintertür tatsächlich in Strophe 3 wieder reinkriechen und sagen, ich will doch wieder bei dir sein. Und eigentlich finde ich es ganz prima. Und ich bin ja auch nicht immer so einfach, wie sich es vielleicht im ersten Punkt darstellt. Deswegen möchte ich den Song mit dieser transportablen Feuerleiter irgendwie vergleichen. Die kann einem auch in schwierigen Situationen, wenn man sich mal verrannt hat, den Arsch retten. Ja, ich will heute bei dir sein.